Ja, wir befinden uns in der Ofengasse hier in Lorch, nördlich der Bahnstrecke. Wir hatten ein Starkregenereignis, das war in Lorch selber gar nicht so stark, wahrscheinlich eher Richtung Alfdorf und den Berg hoch. Und jetzt sinkt einfach der Götzenbach, ist über den Pegel getreten und wir haben Hochwasserereignisse sowohl hier in der Ofengasse als auch im Innenstadtbereich. Wir haben aktuell 3 Fahrzeuge im Einsatz, es sind noch mehrere angefordert. Wir haben 10 verschiedene Einsatzstellen, unter anderem einen vollgelaufenen Keller. Und die Feuerwehr stockt aktuell auf, aber auch der kommunale Bauhof ist mit Sandsäcken unterwegs. Wir hoffen und gehen davon aus, dass die Pegel sinken. Es kommt natürlich auch darauf an, ob es wieder oben stark regnet, aber aktuell ist der Pegel schon wieder gesunken.